Den offiziellen Start der neuen Linie zwischen Bruck und Obereich hat man beim Gemeindeamt in Obereich eingeleitet. Schüler, Pendler und alle Benutzer des öffentlichen Verkehrs erhalten im Ein-Stunden-Takt eine optimale öffentliche Anbindung ins Zentrum der neuen Stadt und zum Bahnhof. Ich glaube, heute ist der große Tag, wo der Citybus das erste Mal durch Obereich fährt, in beiden Richtungen, in St. Denisen und natürlich auch hier in der Obereich-Utschgram. Ich glaube, man sieht es an Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner. Ich glaube, dass das schon für Obereich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Der Bürgermeister von Obereich betonte auch die Wichtigkeit dieser neuen Verkehrsanbindung. Mit diesem Citybus sind wir wirklich angebunden an die große Stadtbrücke, an den neuen Kernbrücke an der Mur, wenn man es so nennen darf. Und ich glaube, das ist wichtig für unsere Jugend, für unsere Senioren, überhaupt hauptsächlich für die Senioren in unserem großen Seniorenheim, wo über 200 Insassen sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig hier, dass man diese Verbindung auch für diese Menschen in die Stadt, in den Kernzentrum Brücke an der Mur aufrechterhält oder neu gründet. Für die zukünftige Gemeindefusion, die am 1. Jänner 2015 über die Bühne gehen wird, hat man damit 3 Monate davor ein wichtiges Problem gelöst. Damit ist der neue, zukünftig neue Stadtteil Obereich wirklich an das öffentliche Verkehrsnetz, an die Innenstadt, an den Bahnhof angeschlossen. Und wir kommen hier den Wünschen, den berechtigten Wünschen der Oberreicher Bevölkerung sehr, sehr entgegen und können natürlich auch der Brucker Bevölkerung ein zusätzliches Angebot bieten, nämlich auch die Möglichkeit, von Bruck aus zum Beispiel an den Seniorenpark hinzukommen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und andere Haltestellen natürlich auch. Also ich denke, für beide jetzt noch einzelne Gemeinden ist das ein wunderbarer Tag und vor allem im Interesse der Bevölkerung. Die Zusammenarbeit der Marktgemeinde Obereich, der Stadt Bruck und letztendlich der Mürztaler Verkehrsgesellschaft haben wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Dies sollte jetzt auch von der Bevölkerung honoriert werden. Also heute hier beim Eröffnungsfest sind ja sehr viele gekommen, was uns sehr freut. Aber mit so 100 pro Tag zusätzlich über den ganzen Tag zwischen 5 und 20 Uhr aufgeteilt. Wollen wir hoffen, dass viele diese Citybusse auch benutzen werden.